Ich wünsche euch einen fröhlichen 16. Dezember. Hallo. Ich habe heute Folgendes bekommen. Wer weiß, was das ist, ne? Richtig, ein Masturbator. Nein, Quatsch. Und zwar eigentlich ein Armutszeugnis. Ein bisschen. Mausi schon ein bisschen. Und zwar, das ist ein, eine Hilfe zum Zusammenlegen von T-Shirts, Pullovern, Hosen, Handtüchern. Das, dann legt man einmal das, was man rein, was man zusammenlegen will, rein. Zack, zack, zack und fertig. Da kann man halt bababam, bababam und ist immer perfekt viereckig. Das Ding ist echt cool. Habe ich schon getestet. Danke, Mausi. Mein heutiges kleines Thema über mich sind meine Waffen. Ich habe früher, so wahrscheinlich so wie fast jeder Junge und auch wahrscheinlich viele Mädels, Waffen gerne. Ich wollte immer eine Software haben. So war ich noch so ein kleiner Zwirn. Das kennt man ja. Man ist auf der Kerwe, auf dem Markt, auf dem Fest, wie das halt bei euch heißt. Und das sind diese kleinen Stände, wo man dann diese 0,05 oder 0,05 Joule kleinen Mini-Pistölchen oder die auch aus dem Rofo Kinderland, diese kleinen mit den roten Kugeln eben, ihr wisst schon. Da ist man ja schon voll drauf abgefahren, da macht man eine Software-Schlacht und ja, war mit Brille, natürlich mit Brille, ey. Macht übelst Spaß. Warren und ich haben uns irgendwann ganz feste gesagt, wenn wir älter sind, dann holen wir uns auf jeden Fall auch große Waffen. Also keine echten, aber halt Software und Luftgewehre, die deutlich stärker sind. Ja, mit dem auch jemanden töten kann. Nee, mit dem man jemanden verletzen kann. Nee, mit dem man jemanden schön anschießen kann. Richtig. Und dann wurden wir 18 und haben uns nichts gekauft. Früher als Kind, wenn man immer ganz starke Waffen, wenn man durch die Wand schießen kann, Leute 80 Mal totschießen kann, bevor sie sterben. Damit jemand so lange stirbt, bis er tot ist. Schon mit 15, 16 wollte ich dann eigentlich nur noch Waffen, die einfach echt aussehen. Viel aus Metall. Das war jetzt nicht so wichtig, ob die jetzt ultra stark sind, aber ich wollte einfach echte Waffen, die schwer sind. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, wir haben uns gar keine Waffen geholt. Und dann habe ich angefangen, mir einfach Waffen zu kaufen online. Ich habe es dann nicht so wirklich großartig benutzt, aber ich habe dann einfach angefangen, mir Waffen zu kaufen. Und diese Waffen, die ich fast nie nutze, bis auf das Luftgewehr, stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Los geht's. Also beginnen wir auf meinem ultra coolen super duper Teppich. Junge, Junge. Das ist irgendwie der GSG, was weiß ich. Irgendwie schon ziemlich cool, weil sie echt Dampf hatte oder hat. Aber ich habe die nicht so oft benutzt, wie ich. Also ich habe generell, ne, dann nicht mehr so viel. Ich habe mir sie eher gekauft und angeschaut und. Nun ja, das war's. Und hier ist eine USP von Heckler und Koch. Sieht sehr schick aus, also das fand ich sehr schnieke. Wobei das da oben tatsächlich auch nur Plastik ist. Und das fand ich dann wiederum nicht schnieke. Nein, das war nicht schnieke. Hier, das ist eine Glock. Die ist ziemlich cool, aber was soll ich noch sagen? Hier ist eine P99 von Walter. Fand ich ultra schick. Und das ist mit die coolste Waffe mit Feder, die Taurus. Das ist oben, der Schlitten ist auch aus Metall und ne, alle Schlitten übrigens können vor- und zurückfahren und hin und her. Und das ist schon echt, die hat echt ordentlich Wumms. Die geht ab wie ein Schnitzel. Dann ist hier noch ein Revolver. Dazu ist auch nicht viel zu sagen. Dann habe ich hier zwei Gaswaffen. Also die man eben, ne, ja, also CO2 reinmacht, ihr wisst schon, die richtig ultra abgehen. Ich weiß nicht, wie viel Joule die haben. Ich glaube, drei oder vier. Die hat auf jeden Fall nicht so viel Joule, weil wenn man mit der schießt, da bewegt sich der Schlitten halt mit. So ganz, ne, ihr wisst, was ich meine. Dann bewegt es, der hat ein Blowback, so nennt man das ja, ne? Dann, damit es halt voll echt aussieht, schießt halt der Schlitten auch vor und zurück. Bei der hier, das ist die zweite Gaswaffe, ist das nicht der Fall. Die ist ultra krass. Gerade weil sie eben kein Blowback hat, hier das ganze Gas wirklich nur in den Schuss. Und, ja. Das ist eine MP5, wie man unschwer erkennen kann. Das war meine allererste gescheite Software. Die habe ich mir in einem Waffenladen gekauft mit Kumpels. Also jeder hat sich eine gekauft. Der Wallen hat genau die. Ne, doch, Wallen oder dann. Wallen hat sich eine Pistole geholt, glaube ich. Oder hast du die gleiche gehabt, Wallen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, du hast eine Pistole gekauft und der Nikolai hat sich die gleiche gekauft. Naja, Nikolai hat die gleiche, genau. Ja, die ist ziemlich cool. Hier noch eine P90, also mit eine elektrische, da ist hinten irgendwo der Akku. Die ist schon ziemlich cool. Dann ist hier noch eine Schrotflinte. Hat auch Spaß. Ich habe einfach mit allen gar nicht so viel gemacht. Die letzte Waffe, die ich gezeigt habe, mit der habe ich jetzt am meisten geschossen, weil das am meisten Spaß macht. Hier ist noch eine Uzi. Die ist auch elektrisch. Da, das ist der Akku. Das ist als Magazin verkleidet. Das Magazin ist aber irgendwo da oben. Das ist mein Paintball-Markierer. Den habe ich mir geholt, weil ich dachte, ich gehe mal Paintball spielen. Aber naja. Aber immerhin konnte ich oben, ganz oben über mir in der Wohnung praktisch die, in der keiner wohnt, die stark renovierungsbedürftig ist, habe ich da ein bisschen die Wände zerballert und so. Macht übelst Spaß. Die Flasche habe ich jetzt nicht dran. Die ist dann da hinten, ihr wisst schon. Und das ist eigentlich die coolste. Diese hier, das ist halt ein Ding auch schön mit Holz und der Rest ist Metall und alles ultra cool. Ein Luftgewehr mit 7 oder 8 Joule. Ich weiß es nicht genau. Hier mit Knicklauf, ne? Klack, klack, wie auf der Kerbe. Oder wenn man halt Ostereier schießen geht oder halt im Jagdschuss, im Waffenverein, im Schießverein. Und ja, da habe ich mir noch hier oben drauf. Eigentlich ist hier Kimme und Korn. Kimme und Korn. Aber das hat halt noch mal eine fünffache Vergrößerung. Und das ist das Ding, womit ich am meisten, ne? Mal draußen mit Kumpels hocken und einfach irgendwelche Sachen kaputt schießen. Also ich habe in meinen besten Zeiten, habe ich damit bestimmt auch 5 oder 10 Meter. 10 Meter, 10 Meter. Okay, sagen wir 5. Vielleicht ein bisschen. Irgendwas zwischen 5 und 10 habe ich einen Nagel getroffen, den ich mir einfach irgendwo hingestellt habe. Also das geht auch schon ziemlich gut, wenn man das gut kalibriert. Hier ist nochmal alles im Gesamten.
Ich habe mir noch ganz viele Aufsätze geholt, aber die will ich jetzt nicht alle rausgruscheln. Ich habe da hinten noch eine Schublade. Moment, das ist die Schublade mit einem Teil der Kugeln, die ich habe. Auch Farbkugeln für die Software. Hier natürlich Paintballkugeln, Döschen mit Kugeln drin, alles. Übrigens, Leute, vielen Dank für die schöne Interaktion von euch, gerade bei dem gestrigen Video. Ihr seid ja abgegangen, doch alle Antworten, was ihr, wo die Sauberkeit vorhanden ist und wo nicht. Dankeschön, Dankeschön. Echt cool von euch. Wie war das denn bei euch früher? Wolltet ihr auch unbedingt Waffen haben, als ihr noch klein wart? Habt ihr euch welche geholt? Habt ihr so Software-Dinger? Oder sagt ihr, oh mein Gott, Waffen? Nein. Was ist denn bei euch los? Wisch, sag doch gerade mal. Ja, so viel dazu. Man könnte meinen, ich bin ein Waffenverrückter. Waffen? Na? Der verrückt ist? Nein. Das ist schon fast zum Angucken, obwohl ich sie alle weggeräumt habe. Ich habe früher einen Waffenschrank gehabt, einen richtig schönen Waffenschrank. Aber den habe ich jetzt auch leer gemacht. Also ich lege da auch überhaupt keinen Wert drauf, dass die irgendwie hier rumstehen oder sowas. Wie gesagt, mit dem Luftgewehr ist es schon cool, wenn man draußen hockt, grillt. So Leute, wir schießen jetzt für sich auf irgendwas. Es macht schon Bock. Macht schon Bock. Also, wir haben auch schon so geilen Scheiß gemacht, wie zum Beispiel mit einer etwas schwächeren, mit einer Software, die nicht so stark ist, haben wir zum Beispiel Reagenzgläser genommen. Ich bin ja eigentlich sowas wie ein Chemiker. Aus meiner Ausbildung habe ich viele Reagenzgläser, die ganzen Reagenzien durfte ich mitnehmen. Und da habe ich dann in Reagenzgläser, nicht nachmachen, ihr Säcke, nicht nachmachen. Wir haben Feuer gemacht und in die Reagenzgläser halt Benzin, nicht viel, vielleicht ein bisschen. Und das dann übers Feuer gelegt, also übers Feuer gestellt, beziehungsweise, ne, wir haben keinen Stopfen reingemacht. Wir haben die irgendwie so hingemacht, dass sie nicht direkt ausgelaufen sind. Und dann schnell zurück und dann pff, draufschießen. Wenn man es trifft, pff, kommt so eine kleine Stichflamme. War halt ziemlich cool. So Zeug. Bin halt auch Pyromane, aber das kommt ein andermal. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Erschießt euch nicht und immer die Brille trage. Mensch, tragt die Brille. Auch bei den ganz leichten Waffen, tragt die Brille. Oh mein Gott, tragt die Brille. Ohne Witz, ich hab immer Brille getragen. Die Schutzbrille, hüsch. Okay, alle hopp, bis dann. Danke, ciao, ciao.